Heute muss ich extreme Hygienestandards einhalten. Die Hände sind mehrfach desinfiziert und ich habe einen Ganzkörper-Overall mit so einer schicken Arzthaube. Der Grund ist, hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst. Wir sind hier in der Füllerei, da werden die Würste befüllt, wie der Name schon sagt. Und diese Wurst, die hat es in sich. Das sind Pfefferbeißer, noch im Rohzustand und angeblich soll da Reis drin sein. Warum und wieso, das klären wir gleich. Ich möchte da mal reinschauen, darf das aufgrund der Hygienevorschriften nicht selbst machen, deswegen macht das ein Mitarbeiter für mich. Jetzt bin ich mal gespannt, bisher schaut es aus wie eine normale Wurst. Und wenn man da ein bisschen aufmacht, oh, ihr kennt bisher noch nichts. Ah doch, da kann man ein Reiskorn erkennen. Also tatsächlich Reis in der Wurst, hat nichts damit zu tun, dass die Beilage schon inklusive ist. Warum das so ist, das klären wir jetzt am Anfang dieser Produktionskette in der Kutterei. Die ist gleich nebenan und die Kutterei, das ist sozusagen die Geburtsstation der Wurst. Hier kommt alles zusammen. Da mischt ein Mitarbeiter gerade Gewürze, die dann in den Kutter kommen. Der ist auf der anderen Seite. Und da ist auch schon ein bisschen was drin. Fleisch und man sieht tatsächlich Reis. Also da wird tatsächlich Schweinefleisch in dem Fall dann mit Reis gemischt. Gewürze, ich stehe ein bisschen im Weg rum, habe ich gerade den Eindruck. So. Und wenn das einmal gut durchgemischt wird, dann wird schon die zweite Charge vorbereitet. Man sieht hier tatsächlich, da wartet schon wieder die nächste Reisschüssel sozusagen in etwas größeren Dimensionen hier. Und ich frage mich tatsächlich, warum machen die das? Das kann uns sicher der Produktionsleiter erklären, der Herr Lanzl. Servus, Herr Lanzl. Grüß Sie. Warum kippen Sie Reis in die Wurst? Ist da die Beilage schon inklusive? Ist das eine Sparwurst? Ja, das ist, da kommt rein mageres Fleisch rein, schieres Muskelfleisch. Und wenn man den Reis rein tun wird, wird die Wurst sehr trocken werden. Und darum haben wir da unseren Reis drin. Der ist Sie machen das, damit es saftig wird? Genau, es wird schön saftig dann. Verstehe. Ja. Ist denn tatsächlich diese Wurst, dieser Pfefferbeißer, völlig ohne Fett? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, die Wurst ist unter 3% Fett. Und da kommt nur Gewürze und Salz dazu und eben dieser Reis und das Magerfleisch. Also ein bisschen Fett ist drin, aber das ist dann wie beim alkoholfreien Bier, so wenig, da gilt es dann als fettfrei. Da frage ich mich jetzt natürlich schon, wenn Sie das Fett rauslassen, wie Sie den Geschmack reinkriegen. Ohne Fett schmeckt es doch nicht. Das Geschmack, also praktisch mit dem Fleisch, mit den Gewürzen und mit dem Salz. Und welche Rolle spielen solche, das sind ja schon ziemlich extreme Leitprodukte bei Ihnen in der Gesamtproduktion? Ja. So circa 10% unserer Gesamtproduktion machen wir diese Leitprodukte. Also nicht die Hauptrolle? Nein, nicht wirklich. Die meisten mögen es fett. Teils, teils. Ja. Das schmeckt halt einfach besser. Vielen Dank für diesen Einblick. Und jetzt wird's rauchig. Das ist die nächste Station hier für die Würstel. Die werden hier kalt geräuchert bei 30 Grad, sowas sind das, glaube ich. Was ist da drin? Das ist Buchenspäne. Darf ich mal schauen? Ja. Buchenspäne. Oh ja, riecht auch gleich so ein bisschen vom Aroma her wie Lagerfeuer. Und das ist die Räucherkammer. Kann ich da auch mal reingucken? Bin jetzt mal gespannt. 6 Stunden lang sollen die Würstel da drin bleiben, hat man mir gesagt. Oh, ja, da dampft es schon recht gesund raus. Also, ja, man erkennt Würstel hinter dem Rauch und im Rauch. Die sollen mal selber weiter räuchern. Ich schau mal in die Kühlkammer dabei. Hier hat es deutlich weniger Rauch, dafür ist es gescheit frisch. Wir sind in der Kühlkammer, wo die Fleischprodukte dann über Nacht bleiben. 4 Grad ungefähr. Frischen Arbeitsplatz haben Sie da mit Erkältungspotenzial, oder? Wie oft sind Sie krank? Nein, wir haben da keine Probleme mit dem Erkältungspotenzial. Wir ziehen uns ordentlich an. Und zusätzlich haben wir die Omega-3-Produkte, die uns natürlich fit halten. Okay. Das ist der Herr Stadlmeier übrigens, liebe Zuschauer. Der hat mir erlaubt, dass ich jetzt hier mal eine Wurst probieren darf. Nämlich diese Pfefferbeißer ohne Fett, die wir die ganze Zeit schon begleitet haben. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das schmeckt. Pfefferbeißer ist ja Brotzeitwurst. Also, ja, überraschend, nach Wurst und sogar gut gewürzt. Und den Reis merkt man gar nicht. Der Reis, der ist jetzt nicht mehr so stark im Vorschein. Der ist ein gekochter Reis, darum passt er sich dem Produkt recht gut an. Sorgt auch für die gewisse Saftigkeit, dass das Produkt nicht trocken wirkt und rundet den Geschmack mit ab. Wie haben Sie das geschafft, dass der Geschmack trotzdem in der Wurst, obwohl da kein Fett drin ist, reinkommt oder bleibt? Ja, in erster Linie ist zwar unser Geheimnis, aber natürlich haben wir hier mit guten Gewürzen gearbeitet und abgestimmt und eine entsprechende Entwicklungszeit, dass wir so diesen Geschmack hingebracht haben und auch über die Räucherung den schönen Geschmack. Also daran könnte ich mich tatsächlich gewöhnen, aber es ist ja jetzt so, dass es einen großen Trend zu vegetarischen Produkten gibt. Veggie ist überall angesagt und wenn sich das durchsetzt, sind Sie mit dem Arbeitsplatz natürlich ungefähr so gut aufgestellt wie mit dem Brennholzverleih. Beobachten Sie das mit Sorge?
Eigentlich nicht. Wir stellen nach wie vor unsere Produkte her, unsere Klassiker, unsere Qualitätsprodukte. Aber auch um dieses Sortiment gerade in unseren Geschäften abzurunden, handeln wir bereits jetzt schon mit vegetarischer Wurst. Also auch hier stellen wir uns auf den Verbraucher ein. Vegetarische Wurst, dass sowas gibt. Also gibt es alles. Vielen Dank, Herr Stadelmeier. Und Fazit, fettfreie Wurst funktioniert tatsächlich.